Hallo zusammen und willkommen zu meiner zweiten Video aus der kleinen Reihe Sketchnotes in der Schule oder für die Schule. Heute zu den Grundformen. Alle Objekte, Bilder, die ihr irgendwie malen könnt, bestehen essentiell aus 5 Grundformen. Wir haben den Kreis, Viereck, Dreieck, eine Linie und einen Punkt. Das ist das, was Mike Rohde, der insgesamt den Begriff Sketchnotes eben erfunden hat oder geprägt hat, gesagt hat. Die Idee ist, dass wir alle, egal wie, kommen oder noch so komplexe Objekte auf diese Basiselemente runterbrechen können. Jetzt könnte man das später natürlich so ein bisschen erweitern. Kringel, Halbkreis oder eben auch schräge Linien und so weiter. Das wären noch etwas komplexere, die aber im Prinzip auch durch diese 5 Grundformen abgebildet werden können. So. Also dieses Blatt Papier jetzt hier zum Beispiel besteht im Prinzip aus einem Viereck, mehreren Strichen und noch einem anderen geraden Strich. Zweites kleines Beispiel, hier eine Uhr, kann man super für die Schule gebrauchen, für Zeitangaben, für Time Management und so weiter. Das ist ein Kreis. Ein Punkt und ein hochkanter und ein vertikaler Strich. Da es ja nicht um hübsch oder Kunst per se geht, sondern um die Ideen und Informationen, die kommuniziert werden, kann man natürlich auch einfach ansonsten dazu schreiben, um welches Objekt sich handelt. Ne? Also hier Buch und Uhr. Etwas komplizierter. Jetzt hier ein kleines Beispiel zum Weltall. So ein bisschen orientiert an Scriberia, einem Buch How to Draw Anything. Ihr seht, das sind erstmal im Prinzip einfach sehr viele einfache Linien, wieder Kästen, diesen kleinen Kringel da unten. Natürlich, wenn man an das Bild oder die Idee Weltall denkt, bräuchte man einige Planeten. Die sind jetzt hier so angedeutet. Sterne kann man auch auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. So, und fertig ist hier ein kurzes Bild zum Weltall. Was immer toll ist oder das Ganze auch noch ein bisschen schöner macht, ist, wenn man einen etwas dickeren grauen Shadow hier hat. Das könnte zum Beispiel so ein einfacher Marker hier sein. Das verleiht dem Ganzen, ne, als Schatten hier mehr Tiefe. Das liegt im Prinzip zum Beispiel hier rechts dahinter. Oder es könnte auch leicht innen sein. Bevor ich jetzt zu den Einzelelementen komme, zeichne ich hier schon mal ein nächstes Feld auf. Und ihr nehmt euch am besten, wenn ihr es nicht schon habt, auch ein Blatt Papier raus. Dann könnt ihr das Ganze nämlich direkt mitmachen und seht, dass das echt super simpel ist. Nochmal hier die Wiederholung für die Rakete. Hier dieses Dreieck mit dem Nupsi vorne. Strich, Kreis, Punkt und ein Viereck. Beziehungsweise ein ausgefülltes Viereck. Das war's schon. Die Planeten, ne, natürlich, Kreis. So eine gekrümmte Linie, beziehungsweise so ein Oval dann noch. Die Galaxie hat diesen Kringel. Sterne, so ein Dreieck, was nicht ganz ausgeführt ist. Man kann die mit Punkten machen oder eben mit überkreuzten Strichen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt auch am Zeichnen und könnt ja schon mal mit überlegen, was das Ganze hier denn darstellen soll. Normalerweise erkennt man nämlich
relativ schnell an einzelnen Stellen, was so ein Bild ausdrucken soll. Übrigens, für Schüler, aber eben auch speziell für Lehrer, es ist schön, wenn die Sachen auch nicht unbedingt nur perfekt sind. Also zum Beispiel für Tafelbilder, es geht nicht darum, dass ihr 5 bis 10 Minuten lang da ein perfektes, jetzt wie in diesem Fall, Kraftwerk aufmalt, sondern dass man mit so wenig Linien, wie es geht, andeutet, um was für ein Objekt es sich handeln könnte. Einfach um die Information, die ja per Text trotzdem noch da ist, zu unterstützen. Das kann und soll ruhig auch witzig aussehen und es muss auch nicht perfekt sein, weil das ermutigt ja eben auch einfach das Ausprobieren. Und ihr werdet sehen, Schüler machen das super, meist sogar noch deutlich besser als man selber. Jetzt kommt nochmal so wie vorhin hier auch wieder die Aufschlüsselung, was da alles für Einzelelemente mit drin sind. So, zum Schluss jetzt wieder hier der Schatten. Denkt dran, beziehungsweise insgesamt reicht es absolut aus, einen Fineliner zu haben. Am besten einen, der nicht wasserlöslich ist, damit das mit der Farbe nicht so verwischt. Ein so einen hellgrauen Stift für die Schatten und vielleicht noch eine andere Farbe für Akzente, maximal 2 andere Farben. Immer nach der Motto oder der Idee, keep it simple. Umso einfacher, umso besser in diesem Fall. Also, viel Spaß beim Ausprobieren und zeigt doch mal einfach, was da so an Ergebnissen rauskommen. Ich bin bei Instagram unter DoodleTeacher auch zu finden und teile auch gerne ein paar Ergebnisse.